Es geschah aber, als sich die Tage seiner Hinaufnahme erfüllten, hielt er das Angesicht fest auf den Weg nach Jerusalem gerichtet. Und er sandte Boten vor seinem Angesicht her. Sie wanderten und kamen in ein Samariterdorf, um für ihn vorzusorgen. Aber man nahm ihn nicht auf, weil sein Angesicht auf den Weg nach Jerusalem gerichtet war. Als die Jünger Jakobus und Johannes das sahen, sprachen sie: Herr, willst du, so sprechen wir, Feuer fahre vom Himmel herab und verzehre sie. Er aber wandte sich um und herrschte sie an. Und sie wanderten weiter in ein anderes Dorf. Und während sie des Weges wanderten, sprach einer zu ihm: Ich will dir folgen, wohin du auch gehst. Jesus aber sprach zu ihm: Die Füchse haben Höhlen und die Vögel des Himmels Nester. Der Menschensohn aber hat nichts, wo er den Kopf hinbetten könnte. Zu einem anderen sprach er: Folge mir. Der aber sprach: Herr, erlaube mir, dass ich zuerst weggehe, meinen Vater zu begraben. Doch er sprach zu ihm: Den Toten überlass es, ihre Toten zu begraben. Du aber geh weg, künde das Königtum Gottes an. Noch ein anderer sprach: Ich will dir folgen, Herr. Doch erst erlaube mir, dass ich mich von denen zu Hause verabschiede. Jesus aber sprach zu ihm: Keiner, der die Hand an den Pflug gelegt hat und rückwärts blickt, ist tauglich für das Königtum Gottes.